So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ranger. Oh yeah, im letzten Part haben wir angeblich alle Slimer vertrieben. Aber wie gesagt, ich habe so den Verdacht, vor allem nach der letzten Sequenz, dass wir noch einen Slimog treffen werden. Aber falls wir nun irgendwie Gefahr laufen, in einen Slimog reinzulaufen, werde ich erst nochmal zurückrennen, denn ich habe noch drei andere Gänge, die ich abgehen möchte, auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Okay, das war... Das ging schneller als gedacht. Was? Das ist Slimog. Ah, ich muss irgendwie an den Anime denken. Da war so eine ähnliche Szene. Es waren nicht nur Slimer. Da läuft doch ein Slimog Amok. Ah, Slimog Amok. Hm. Ich werde es dem Anführer melden. Oh, meine Güte. Okay, dann meld das mal dem Anführer. Aber wir wollen auf jeden Fall noch nicht dagegen kämpfen. I see. Eine Abkürzung. Machen Sie auf Ihre Schritte. Stoppen Sie die Flut und wird gestürzt und bla bla bla. Okay. Aber wie gesagt, bevor ich mir jetzt einfach fallen lasse und quasi in das Slimog reinrenne, um zu sagen, hallo Slimog, hier bin ich. Nein, 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 nein. Ich bin leider zu, wie nennt man das? Zu erkundungsfreundlich, sage ich mal, dass ich jetzt einfach die anderen Gänge links liegen lasse. Ich habe doch keine Ahnung. Gehst du da bitte weg? Nein. Ja, war irgendwie zu erwarten, dass er mich erwischt. Da, dann. So. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass wir fliehen können, wenn wir sie kurz einkreisen. Schön. Wahrscheinlich habt ihr es mir jetzt eh schon verraten. Aber naja, wie gesagt, ich nehme ja immer mehrere Folgen am Stück auf. Das heißt so für eine Woche ungefähr. Da hätten wir einen neuen Weg geöffnet. Jawohl. Tschüss, Radikal. Danke. Weg Nummer 1. Wow. What the hell, man? Habe ich mich gerade erschrocken. Ein wildes Krebutak. Hammer time. Yeah. Dö, 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 dö. Was machst du so? Ja, also auf jeden Fall übelst aggro. Und scheint einer mit einer starken Zerschneiderkraft zu sein. Und viel KP. Oh Gott, da zieht er viel ab. Wow, das war knapp. Da ist er noch gerade so in die Fanglinie reingerannt. Oh, 4 Schaden hat der gemacht. Das ist nicht gerade wenig. Krebutak, oh ja, 3-mal Zerschneider, sehr gut. Greift mit seinen großen Scheren an. Diese Scheren sind sehr scharf. Und es ist mega cool. Warum steht das da nicht mit drin? Wow. Also noch irgendwas? Wasserpower oder so im Kampf? Also ja, klar, Fuchsstärke, Wassergruppe, Unlicht. Sieh mal einer an. Schön. So, hätten wir... Weg Nummer Uno abgeklappert. Lass den mich vorbei. Nein, lass den nicht. Da muss ich euch wohl kurz erst umkreisen. Und tschüss. Okay, Weg Nummer Uno. Bleiben noch 2 weitere. Ja, eigentlich sogar 3, wenn man bedenkt, dass der eine Gang, den wir lang gehen konnten, also diesen anderen Abwasserkanal, dass der auch nochmal in verschiedene Öffnungen mündete. Ich ahne, dass sowieso da wahrscheinlich am Ende gar nichts drin sein wird. Ein wildes Tyrakrok. Und tschüss. Auf Wiedersehen. So, wo war die Wand? Hier, ne? Rechts? War das hier? Ja. So, lopp. Meditier um Hilfe bitten. Ich bitte doch darum. Good job. Das Sie wurde in 1000 kleine Stücke zertrümmert. So, was haben wir dahinter? Oh, Mirapla. Und Magneton sogar. Das ist interessant. Ich möchte euch beide einfangen. Allein schon, weil ich euch nicht beide habe. Ein wildes Magneton. Wahrscheinlich lädt auch noch mein Pokémon wieder auf. Oder? Oh, bist du schnell. Machst du gar nichts? Man scheint auch so leicht zu fangen zu sein wie Magnetilo. Oh, okay, er greift aber an. Das macht gar nicht so wenig Schaden. Okay, da will ich gar nicht lange fackeln. Der bringt sowieso nicht viel Erfahrungspunkte, wie ich gerade gesehen habe. Okay, lädt mein Teil scheinbar noch ein bisschen mehr auf als Magnetilo. Magneto kann Elektrizität entwickeln und so den Fangkomm wieder aufladen. Ich sag ja, der Ranger Dex. Probieren wir das doch direkt mal bei Magnetilo. Wie viel gibst du mir denn zurück? Machst du mich voll? Na, das macht mich gar nicht voll. Nur 4 war das, glaube ich, oder? Und Mirapla, hallöchen. Du kannst bestimmt auch zerschneiden, wie Krebutak. Ein wildes Mirapla. Greif mal an. Ja, das sieht sehr nach Zerschneiden-Fähigkeit aus. Die einfach Magnetino und Magneton nicht respektieren dafür, dass sie nur so wenig Erfahrungspunkte bringen. Das ist irgendwie
Sehr dreist. Chris bekommt 30 E-Punkte. Miraplas Blätter sind scharf genug, um mit ihnen hölzerne Hindernisse zu beseitigen. Ja, wunderbar. Könnten wir gleich das Schild quasi zerstören. Dumm. Kann es sein, dass diese Gänge hier gerade quasi, die wir da freilegen, nur dazu da sind, um den, ich nenne es jetzt mal Pokédex zu vervollständigen, den Ranger-Dex, whatever. Ihr wisst ja, was ich meine, denke ich mal. Dass wir die quasi eigentlich gar nicht bräuchten. So in der Hinsicht. Oh Gott, oh Gott. Moment mal. Da geht's auch noch lang. Okay, ich muss mir noch ein... Stop it vor allem. Ich muss mir noch ein Tangela fangen. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen, als wir das letzte Mal da waren. Sisse mal. War hier rechts noch was? Nee, da war nur Magnetilo. Wow. Manchmal sind die Pokémon total aggro und greifen mich an und manchmal rennen sie vor mir weg. Die gleiche Art. Sehr strange. Nein! Stopp. Halt, stopp. Du nicht. So, du aber. Du, komm her. Komm her, du. Brrr, da springt der wild im Kreis rum. Ein wildes Tangela. Gott, ey, so viel Erfahrungspunkte für sein so wenig Energie-Pokémon. Pokémon so wenig kreisen, quasi. So. Dam, 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 dam. Tja, das ist jetzt die Frage. Magneton. Zur Not kann ich mir eh wieder aufladen. Ich weiß nicht, ob das Mirapla oder das Tributakta bei diesem anderen Gang brauche. Kann ja sein. Könnte ja alles möglich sein. Denn wie ihr eventuell wisst, wie man es am Titel unten erkennen kann, ich kenne dieses Spiel nicht. Ich habe keine Ahnung, wo mich diese ganzen Gänge hinführen. Ich weiß nur, dass sie existieren. Um dass ich sie alle finden möchte. Bum, 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 stop it. Ja, Tangela, komm her. Wow. Schnell, bevor das Krebutak da Faxen macht. Danke, Tangela. Komm ich auch wieder zurück eigentlich? Hier ist wieder ein Medit hier. Ein Shiggy sogar. Na, komm her. Ein wildes Shiggy. Where am I? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, komm her. Boah, was und irgendeine andere Fähigkeit? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Shiggy bläst die Backen auf und löscht mit dem Wasser in ihnen kleine Brände. Das ist ja praktisch. Und das da oben, kann ich das so trümmern? Oh ne, verbrennen muss ich das mit zweimal Feuer. Wo kriege ich hier zweimal Feuer her? Wahrscheinlich nirgendwo. Und da gibt es noch mehr Wege in den anderen Wegen. Ah, ich finde immer mehr Gänge. Ich sage ja nichts, ne? Aber das könnte leichte Probleme mit sich führen. So wie ich jetzt, kann ich wahrscheinlich einfach nur Kanimani fangen. Muss ich mir merken. Ich sollte hier nochmal hin zurückkommen, wenn ich mehr Feuer habe. Ja, definitiv. Schade. Krebutak, warum kannst du kein Feuer? Warum solltest du auch? Ich weiß, aber... Okay, dann sind wir wieder hier. Gut, hätten wir den Gang auch erledigt. So, jetzt habe ich schon wieder... Kann man da wegsmobbern. Go away! Du stehst im Weg, mein Freund. Hier noch nicht. Okay, da unten ist einfach nur der Abgrund. Da geht's einfach nur nach unten. Gut zu wissen. So, heißt noch ein Gang. Den wir, oh Gott, oh Gott. Ah, Krebskor. Verschwinde. So. Hier da oben war nix. Müssen wir aber jetzt schon hier sein, ne? Genau. Noch den Gang da links. Pass auf, dann kriegen wir gleich ein Feuer-Pokémon. Ich sehe schon kommen. Warum auch immer das der Fall sein sollte, aber... Kann ja sein. Okay. You got me. Ein wildes Krebskorps erscheint. Krebskorps. Und davonrennen. Nein, renn doch nicht in meine Richtung. Okay, da oben ist nur eine Sackgasse. Gut zu wissen. So. Hätten wir hier einen weiteren Gang. Ein Traumat... Hier gibt es nur Traumato. Okay, aber gut, jetzt bin ich zufrieden. Ich habe alle Gänge gesehen. Das heißt, ich kann mich jetzt in aller Seelenruhe um das Slimer kümmern. Und ich glaube, dann nehme ich einen kleinen Shortcut, indem ich mich gleich einfach da runterfallen lasse. Bei den Smogon. Tschüss. Tschüss, 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 Krebskorps. So. Nam, 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 nam. Das war ja hier. Oder? Schon wieder völlig verwirrt. Das ist gerade mal 2 Minuten her wahrscheinlich, aber ja, gut, das war hier. Das war hier. Kann ich nämlich einfach jetzt hier fallen lassen.
Wow, stop it! Ah, toll, jetzt hat er mich auch noch erwischt. So viel zur Abkürzung. Jetzt muss ich wieso wieder langsam. Smoggon! So, tschüss. Ich hab gar keine Lust mit dir zu kämpfen, Smoggon. Ganz und gar nicht. Ah, lass mich runter. So. Nam, nam, nam. Und wieder voll rein. Fast auf Smoggon direkt draufgefallen, könnte man meinen. So. Habe ich auch noch Energie verschwendet, wertvolle. Ah, du bist zu schnell. Oh, Mann, oh. Ich würde nur wegrennen. Ich den Kreis nicht geschlossen habe. So. Die Vergiftung könnte gerne mal wieder nachlassen. Aua. Schneller, Mann. Oh Gott. Dum, dum, da, dum, dum. Dum, dum, da, dum, dum. Ich bin so langsam, denn ich bin vergiftet. So. Not anymore. Okay, das war also die andere Seite von dem, was wir da eben gesehen haben. Praktisch. Ich glaube, ich nehme noch ein Traumato mit. Zur Sicherheit. Ich glaube, ich habe ja eh noch einen Platz frei. Nee, habe ich gar nicht. Aber egal, ich brauche Shiggy nicht. Ich brauche Shiggy nicht. So, man kann ja nie wissen, wie der Kampf gegen Slimo gleich sein wird. So. Neu formatieren. Ja. Shiggy, auf Wiedersehen. Tschüss, war nett mit dir. Danke, bis bald. So, da haben wir zwei Traumaten. Ja, das ist der offizielle Plural von Traumato. Traumaten, ist doch logisch, oder? So, und schon. Ich will meinen Fang kommen nochmal aufladen vorher. Bevor ich gegen das Slimo kämpfe. So, dann. So, tschüss. Ich meine, willkommen im Team und so. So, neu formatieren und das Myrapla. Brauche ich, denke ich mal, auch nicht. Und wenn, dann habe ich immer noch Krebutak zum Zerschneiden. Das hat noch einiges mehr auf dem Kasten. Ja. Bitte! Plop, 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 plop. Okay, das hat auf jeden Fall gereicht. Also 4 sind mindestens, die Magnetil auflädt. Ich glaube, es waren noch genau 4. Ah, auf! Ah, Krebskorb, immer erwischst du mich. So. Und da ist jetzt die Slimog-Action, oder? Immer noch nicht. Wie weit bin ich vom Eingang entfernt? Du merkst es mal wie... Oh, guck mal. Perfekt. Ich applaudiere dein Bestreben. Danke dir. Danke, danke, danke. Schalte das DS-System nicht aus. Speichervorgang. Blum. Daten wurden gesichert. Viel Spaß weiterhin. Danke. So. Dein Fang kommt mit einer neuen Nachricht. Von Joel an Chris. Mir wurde gerade berichtet, dass sich außer dem Slimer noch ein Slimer im Wasserwerk befindet. Es tobt zwar nicht, aber es besteht immer noch die Gefahr, dass die Wasserversorgung verunreinigt wird. Ich mache hiermit den Fang von Slimer zum Teil deiner Mission. Das habe ich eigentlich schon so direkt für mich bestimmt, also danke. So. Dam, 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 wilde Pokémon erscheinen. Die Slimer gehören auch noch dazu, okay. Uiuiui. Ja, ich benutze es direkt mal. Bitteschön. So. Jetzt ist das Slimog zwar nicht mitgefangen worden, aber die Slimer sind schon mal weg. Tu was! Oh, palapalapa. Schnell weg hier. Habe ich ja gelernt von euch. Oh, Hilfe. Okay, ich kann, wenn ich meine eigene Linie berühre, dem Angriff auch so entgehen. Das ist gut zu wissen, indem ich sie nämlich dann wieder kürze. Oh, okay, muss reichen. War zwar nur eine Drehung mehr als gedacht, aber bevor das dann alles wieder schief geht. Slimog attackiert direkt die Fangscheibe und wirft mit großen Schlammklumpen. Das habe ich gesehen. Das ist doch trotzdem ganz angenehm zu fangen. Flop. Du da, nimm das mit. Dieses Ding stinkt ja noch 10-mal schlimmer als ein Slimer, Mann. Es ist so extrem, dass ich überhaupt nichts mehr rieche. Oh, sieh doch nur, sieh mir, wie tief ich einatme. Ein, aus, ein, aus. Okay, ich kümmere mich um diesen Pokémon. Gute Arbeit. Oh, der scheint glücklich zu sein, dass er nichts mehr riechen kann. Immerhin. Mission geschafft. Immer noch mit einem M, was aussieht, als wäre es abgeschnitten, aber es ist nicht der Fall. Ach, hallo. Na,
Es scheint, als hätte sich das Problem am Wasserwerk geklärt. Mhm. Oh, meine Stimme war kurz anders. Und was ist mit dir? Ich habe keinen Mitglied der Power Rock Bande gefunden. Und zu allem Überfluss. Überfluss, Abfluss quasi. Stinkt mein Uniform jetzt. Aha. Das bin ich nicht schuld. Guck mich nicht so an. Es gibt für mich keinen Grund, hier noch zu verweilen. Ich mache mich auf den Weg. An deiner Stelle würde ich auch keine Zeit verschwenden. Du solltest dich sofort in der Ranger-Basis melden. Hatte ich vor. Lass mich übrigens erstmal das Spiel speichern. Nein, ich darf nicht, werde zu Worten eine Katze hingeschmissen. Oh, du hast ja sehr genau gesucht. Du hast da jemanden übersehen. Oh, Spielstand speichern. Jawohl. Ding, 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 ding. Daten wurden gesichert. Nam, nam, na, na, nam. Igitt, diese Slammer stinken. Ne, vergiss, es ist es nicht. Du hast dafür gesorgt, dass die Bewohner von Herbst nur wieder klares Trinkwasser haben und das ganz allein. Einige deiner Fänge wären selbst für erfahrene Ranger nicht einfach gewesen. Du hast sie selbst übertroffen. Ich fördere euch hiermit zu Ranger Rang 4, Chris. Yay! Welche neuen Typen kann ich jetzt benutzen? Gift-Pokémon wäre mal praktisch, denn da unten leben ganz schön viele. Smogon und Slimer. Also Slimer jetzt nicht mehr, aber Smogon, hey! Chris wurde zu Ranger Rang 4 befördert. Du kannst die Pokestärke der Gruppe Käfer verwenden. Ne, das ist auch okay. Käfer sind cool. Und Boden, das ist auch sehr schön. Chris, da du nun den Ranger Rang 4 erreicht hast, muss ich dir etwas erzählen. Wenn du deine Ränge 4, 7 und 10 erreichst, erweitert dich die maximale Anzahl deiner Pokémon-Freunde um 1. Ah, das heißt, jetzt kann ich 5 mitnehmen, ja? Um ehrlich zu sein, alle Funcoms haben von vornherein die Fähigkeit, bis zu 7 Pokémon-Freunde zu verwalten. Rekruten-Ranger verlieren allerdings schnell einmal den Überblick, daher haben wir die Anzahl bewusst begrenzt. Erlaube mir, die erste Begrenzung diesbezüglich von deinem Funcom zu entfernen. Und yay, meine Theorie war richtig. Es war nicht sonderlich schwer zu erraten, aber sie war richtig. Chris, du bist nun autorisiert, bis zu 5 Pokémon-Freunde deiner Gruppe mit dir zu führen. Mit Minun zusammen macht das also ein volles Pokémon-Team quasi. Nur etwas anders. Stimmt's, Minun? Minun, du kannst nun bis zu 5 Pokémon-Freunde bei dir haben. Yay! Dein Funcom hat eine neue Nachricht. Von Spencer an Joel und Chris. Ich habe unbestätigte Berichte, dass die Power Rock Bande Aktivitäten in Sommerlingen wieder aufgenommen hat. Wenn du im Moment keine aktive Mission hast, Chris, begib dich bitte nach Sommerlingen. Es handelt sich um keine Mission. Ich möchte, dass du mit deinen eigenen Augen und Ohren Informationen über die Power Rock Bande sammelst. Yay, yeah, ich bin involviert! Ach, wie schön! Jetzt bin ich quasi ein vollwertiger Ranger. Ja, bin ich jetzt cool? Jetzt wird sogar schon Sommerling von der Power Rock Bande bedroht. Es wäre gut, wenn du sofort aufbrechen würdest, aber es gibt da ein gravierendes Problem. Aus unerfindlichen Gründen hat die Fähre nach Sommerlingen ihren Betrieb eingestellt. Wenn du den Dragoran-Bus nehmen würdest, wärst du zwar sofort in Sommerlingen, aber mit deinem derzeitigen Ranger-Rang steht dir der Dragoran-Bus nicht zur Verfügung. Und es ist zwar ein Notfall, aber das ist scheißegal. Fortschritt ist Vorschrift. Fortschritt, vor allem. Vorschrift ist Vorschrift. Was machen wir da nur? Eine Ausnahme wäre natürlich das Einfachste, aber wir machen es kompliziert. Geh einfach zu Fuß. Natürlich, du könntest den Lapras-Mann fragen, der immer am Hafen unterwegs ist. Ach so, ja, stimmt. An den erinnere ich mich noch. Wenn du ihm deine Situation erklärst, lässt er dich vielleicht das Lapras reiten. Es ist ein sehr verständiger und großzügiger Mann. Ein Versuch wäre es wert. Na gut, dann wollen wir das mal probieren. Aber bevor wir das probieren, werden wir erst ein weiteres Mal speichern. Ich applaudiere deine Bestreben. Das ist sehr nett von dir. Nimm, 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 nimm. Und save. Daten wurden gespeichert. Viel Spaß weiterhin. Schön. Okay, Leute, ich würde aber sagen, bevor wir den Lapras-Mann fragen, fragen wir erstmal Minun, wie es ihm geht. Alles klar? Ich glaube, das heißt ja. Okay, Leute. Beim nächsten Mal dann auf nach Sommerlingen über den Lapras-Mann. Also nicht über den Lapras-Mann, sondern doch über den Lapras-Mann. Aber ja, ihr wisst, wie ich das meine. Im Sinne von über seine Hilfe. Meine Güte! Bis dahin, Leute. Ciao!